Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem hoffentlich wunderschönen Australien Grand Prix. Wir gehen direkt rein ins Blitz Qualifying. Sehr dunkel hier wieder. Aber immer noch P1. Ich hab's fast befürchtet. Wir hätten auch hier in der MyTeam-Karriere die KI-Stufe auf 90 anheben sollen. P3, P4, aktuell nur noch. Aber einfach nur, weil wir die Schikane nicht sauber erwischt haben. Ja, P1, Freunde. Wir müssen die KI auf 90 erhöhen, definitiv fürs Rennen. Ich glaube, 90... ist das To-Go-Level für uns. 85 war noch etwas vorsichtig kalkuliert im ersten Rennen. In den ersten beiden Rennen. Aber wir sollten definitiv tief auf 90, mindestens 90 erhöhen. Zwei Upgrades nehmen wir mit nach Australien. Wenn alles glatt läuft, die Energiespeicherzellenpositionierung und Monocoque-Struktur. Das schauen wir uns gleich an, nachdem wir kurz noch die wöchentlichen Aktivitäten vergeben haben. Ich würde sagen, einmal Sponsorwerbung ist immer gut fürs Team, für die Teamanerkennung, bringt auch ein bisschen Cash. Teamaufbau für die allgemeine Moral und Gewichtetraining für Pastor Maldonado. Ebenfalls einen neuen Sponsor können wir auswählen. Sponsoro Nummer 3. Lupo würde uns zur Verfügung stehen. Schließe mindestens unter den besten 4 ab. Ist vielleicht noch ein bisschen zu anspruchsvoll für uns. Verdiene mehr Punkte als das Team, das sich im Leistungsvergleich der Fahrzeuge direkt über dir befindet. Ist dort wöchentliches Ziel, schließe ein sauberes Rennen ab. Shark, schließe ein Rennen ab, ohne eine einzige Kurve zu schneiden. Wir nehmen Shark und bringen das Ganze gleich noch am Wagen an. Aber schauen erstmal, ob die Updates durchgehen fürs Rennen in Melbourne. Beide erfolgreich, somit vielleicht schon mit einem Ticken Vorteil im Grand Prix von Australien gegen die KI. KI-Stufe kann scheinbar nicht mehr angepasst werden. Zwischen Qualifying und Rennen, so wie das sonst eigentlich üblich war. Ich habe es zwar nie gemacht, aber ich weiß, dass viele von euch... Die KI-Stufen teilweise dazwischen noch geändert haben. Jetzt geht's aktuell nicht. Ich habe es nicht gefunden. Es war nicht über das Menü beim Ladebildschirm möglich. Beziehungsweise das Aufrufen des Menüs im Ladebildschirm ist überhaupt nicht mehr... ist grundsätzlich nicht mehr möglich aktuell. Dann müssen wir uns für dieses Rennen damit abfinden. Aber wir machen das Beste draus. Wir sind ja noch in der... Findungsphase im diesjährigen F1. Okay. Und rein geht's. In den Australien Grand Prix in Melbourne. Wo hinten sich beide Ferrari gegen die Red Bull durchsetzen.
Oh, Überschuss der beiden Ferrari im Rennen. Ist die KI wirklich immer eine Macht, verglichen mit der Qualifying Performance? Und schon wird's eng mit unserer Führung. Beide Ferrari. Dann kommt eine kleine Lücke und dann die beiden Red Bull. Beziehungsweise nur noch ein Red Bull. Für Verstappen läuft es einfach noch nicht diese Saison. Oh! Weiß zwar nicht, was sich EA da beim Programmieren der KI-Stärken gedacht hat. Den Verstappen machen wir dieses Jahr mal nicht so gut. Der bricht bestimmt ein im Laufe der Saison. Mitnichten. Der dominiert die aktuelle reale Saison nach Belieben. Und der Ferrari greift innen an. Side by side immer noch. Jetzt zieht Carlos Sainz zurück. Oh, Verbremser. Der Ferrari geht durch. Okay, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within one second of the car ahead and in the DRS zone. Verstappen jetzt mit der schnellsten Runde. Jetzt will er es uns beweisen. Wir bleiben dran an Carlos Sainz, solange die Softs noch einigermaßen zu gebrauchen sind. So ab 20% ist es, merkt man dann den Abrieb schon. Und so ab 30% kommt nochmal ein richtiger Drop-off. Ja, extremer Struggle beim Bremsen. Und wir haben schon wieder den Bug mit der stehenden Rauchwolke. Nach dem Linksknick, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Hatten wir in der Fahrerkarriere mit Mercedes schon. Und der Angriff von Sergio Perez. Ja, mal im Ernst, wir haben hier vorne eigentlich auch nichts verloren. Schon gar nicht, wenn wir jetzt wirklich auf unserer 90er KI-Stufe unterwegs wären. Und selbst so tun wir uns noch schwer in der aktuellen Findungsphase.
Verstappen greift jetzt von hinten an mit Wut im Bauch. Aufgrund unserer vorherigen Aussagen. Jetzt will er es uns allen beweisen. Boxenstoppfenster öffnet in Runde 9. Überlegung wäre, früher reinzugehen und Hart zu holen. Vielleicht so in Runde 7. Nachdem wir immer noch zwischen den beiden Red Bull feststecken, blockieren beim Anbremsen für die vorletzte Kurve. Okay, off we go, back into the race. That was a fantastic stop, faster than we were expecting. That was our last stop, no more scheduled pit stops, let's go. Ja, voll rein in dem Verkehr. Nicht optimal. Aber vielleicht haben wir zum Ende hin den Vorteil mit den harten Reifen. Ja, Alonso ist das hinten mit mechanischem Problem vermutlich. Send it! Oh, und dann wieder Verbremser. Und die KI fährt einfach nicht vorbei. Ich verstehe es nicht. Wie man jedes Jahr so eine dermaßen programmieren kann. Im Gelb vor uns, da fährt einer raus, Lewis Hamilton. Gibt es Safety Car? Sieht nicht so aus. Und wir sind dran an Guan Yu Zhou. Oh, verteidigt innen. Das ist dann wiederum gut gemacht. Diese Fights teilweise. Das dann wieder eher weniger. Oder hat der einen Schaden abbekommen? Außen vorbei am Haas. Und ab zum nächsten, Tsunoda. Komm Junge, geh in die Box, du bist arschlangsam. Ja. Danke. DRS noch mitgenommen. Oh, das ist ein ultra langsamer Max Verstappen.
Der nach der Boxenausfahrt DRS hat, auch interessant. Und der auf den Mediums unterwegs ist. Genau bei der Hälfte des Rennens geboxt. Ja, aufhalten erwünscht. Pierre Gasly. Und wir rutschen an Perez vorbei. Und schicken Gasly in die Wüste. Und sind wieder voll drin im Geschäft. Verstappen und Sainz vor uns. Feld ist bereinigt, P3. Windschatten mitnehmen und ERS sparen. Was machen die? Verstappen geht am Ferrari vorbei und wir rutschen mit durch, side by side mit Carlos Sainz. Yes, P2. Da ist er doch. Den Max Verstappen, den wir gewohnt sind. Schnellste Runde. Auto rutscht minimal mehr. Das sind die angesprochenen 20%. So der erste Drop-off. Der nächste folgt dann ab 30.
Aber das sollte Verstappen auf den Medium eigentlich auch bald blühen. Mega Fehler von uns und der Ferrari zieht vorbei. Gibt's den Konter? Ja, den Konter gibt's. Eiskalter Move von Carlos Sainz. Hello again. Wir machen den Sprung in die letzte Runde. Max Verstappen war in diesem Rennen, nachdem wir ihn ein bisschen gekitzelt haben, einfach nicht zu schlagen. Aber wir müssen nochmal aufpassen, weil Perez nochmal angreift. Wie kann der mit diesen Mediums diese Pace noch gehen? Erfolgreich verteidigt, die letzten beiden Kurven, die Harts sind komplett durch. Es ist ja unfassbar. Trotzdem P2. Yes mate, I'll take that. Well done. We're really happy with the podium down here. So well done. Yes. Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Australien 6 Sekunden vor unserer Wenigkeit. Sergio Perez auf der 3. Carlos Sainz, Russell, Leclerc, Maldonado knapp an den Punkten vorbei. Dies hat folgende Auswirkungen für die Konstrukteursmeisterschaft. Red Bull auf 1, Ferrari auf 2, Mercedes auf der 3, Gatorade auf 4, gefolgt von Aston Martin. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit angepasster KI. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer WePlayers1. Ciao!